Nach einer 10-minütigen Pause macht sich das Klassefeld erneut auf die Reise. Die Spitzengruppe kommt problemlos durch die Fahrerlagerschikane, doch im Mittelfeld rappelt es mächtig. Arnulf Wirtheim verbremst sich und reißt den Ford Sierra Cosworth des Formel-1-Newcomers Volker Weidler mit von der Strecke. Es lief eigentlich ganz gut und plötzlich in der ersten Schikane fuhr mir einer voll rein. Ich war selbst überrascht und das Auto ist, so wie man sagt, erstmal platt. Weidlers knapper Kommentar zu seinem ersten DTM-Einsatz 1989. Drei BMW vor einem Mercedes, so lautet die Reihenfolge, bis sich Steve Soper an Kurt Thiem vorbeibremst und damit gar vier BMW M3 vorne liegen. Allerdings nur kurz. Soper bekommt Probleme mit den Bremsen und rutscht an derselben Stelle in den Sand, an der zuvor schon Wirtheim und Weidler gestrandet sind. Grund genug für die Rennleitung, das Rennen mit einem Pace-Car so lange zu neutralisieren, bis die steckengebliebenen Autos aus der Gefahrenzone beseitigt sind. Hier ist Steve Soper mit echt britischer Gelassenheit, aber er wartet sicher nicht auf die Tea-Time. Nach kurzer Unterbrechung geht es wieder los. Das Feld liegt dicht zusammen, die Spitze muss sich durch einen Pulk überrundeter Fahrzeuge kämpfen. Steve Soper macht einen zweiten Fehler und nimmt den Ford Sierra Cosworth des Privatiers Günther Murmann, wenig gentlemanlike, aufs Horn. Die Schnitzer BMW M3 dominieren in Zolder. Der Vorsprung von Ravaglia und Girouard ist auch im zweiten Lauf so groß, dass die beiden sogar noch Zeit haben, eine Aktion-Zielfoto zu inszenieren. Ein großer Tag für Herbert Schnitzer bei der Rückkehr seines Teams in den deutschen Tourenwagensport. Ein historischer Moment, dass wir nach 9 Jahren wieder in die Rennsportmeisterschaft kommen, ersten und zweiten Startplatz in beiden Rennen haben und Doppelsiege. Also ich bin happy, ich möchte meinen Mechanikern danken, unseren Fahrern, optimal. Und Sie führen damit natürlich auch? Ja, sicherlich. Ich meine, unser Motorsport ist ja ein Teamsport und ich muss sagen, unsere Mechanikermeister, die haben Großartiges geleistet, genauso wie unser Weltmeister Ravaglia. Ich glaube, wir sind eine Bereicherung für die deutsche Meisterschaft und ich bin froh, dass wir da fahren. Zwei Schnitzer BMW führen die Gesamtwertung an. Ford, im letzten Jahr noch Meister, liegt auf Platz 3. Mercedes hatte sich den Saisonbeginn anders vorgestellt. Nur Platz 4, eine Enttäuschung für die Schwaben. Eine Woche später ist der badische Grand Prix-Kurs in Hockenheim Schauplatz des Geschehens. Riesige Transporter und Zelte bestimmen das Bild im Fahrerlager. Nicht nur der Sport in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft, auch das Umfeld wird immer professioneller. Und hier in Hockenheim geht es bereits am Samstag mächtig zur Sache. Das Qualifikationsrennen für die Startplätze 17 bis 36 wird noch über Wochen Gesprächsthema bei allen Beteiligten sein. Tatort Nummer 1, Waldschikane. Groß und Österreich bremsen auf der letzten Rille. Während Harald Groß ungeschoren davonkommt, verwandelt sich der Opel Kadett von Markus Österreich beim Aufprall auf den massiven Styroporblock in einen Totalschaden.